Zur Zeit des Buddha gab es so die Feststellung über ihn, und das wurde später auch irgendwo niedergeschrieben, dass der Buddha generell so vier verschiedene Formen hatte, auf Fragen zu antworten. Also nicht immer die gleiche Art geantwortet. Und die erste Art war zum Beispiel so eine direkte kategorische Antwort, entweder ja oder nein auf eine Frage. Eine zweite Art war dann eher so eine analytische Antwort zu geben, also mit dem Fragenden so ein bisschen in die Analyse zu gehen, wo die Frage herkommt vielleicht auch. Die dritte Form der Antwort war mehr so ein Ping-Pong, den Ball zurückzuspielen ins Feld des Fragenden. Und dann die vierte Form der Antwort war, die Frage einfach beiseite zu legen. Das kam recht häufig vor übrigens, die Frage beiseite zu legen. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte, die auch zu dem Thema passt, was ich heute Abend ein bisschen ansprechen möchte. Und zwar das Thema von Selbst und Nicht-Selbst, Atta und Anatta, und Thema der Persönlichkeit, der Identifikation mit der Persönlichkeit oder Identifikation mit Persönlichkeitsanteilen und so weiter und so fort. Das ist bisweilen hier schon ein paar Mal aufgetaucht, auch in Gesprächsgruppen. Und natürlich ein sehr wichtiges Thema in so einem Retreat, weil wir ja die ganze Zeit damit zu tun haben. Wir sind hier als Persönlichkeiten hier, oder? Ist jemand als Unpersönlichkeit hier? Vielleicht auf unpersönliche Art und Weise hier, das kann schon sein. Aber ich denke, ganz nüchtern betrachtet, wir sind alle Personen, Persönlichkeiten, die hier sitzen und diese Dinge tun, die wir als spirituelle Praxis bezeichnen. Und ist diese Einigung, haben die Geschichte schon zigmal gehört wahrscheinlich. Ich erzähle sie trotzdem jedes Mal, weil sie einfach so schön ist und so gut ist und eben diese letzte Form der Antwort des Buddhas so schön rausbringt. Und zwar gab es zur Zeit des Buddha eben einen Asketen, der den Buddha interviewt hatte. Vajragotha hieß der, wie viele andere auch. Es gab damals einen regen Verkehr unter den verschiedenen Gruppierungen, der verschiedenen spirituellen Lehren, die es auch gab. So ein sehr reicher Boden damals für spirituelle Lehren zur Zeit des Buddha. Und die haben sich auch ab und zu auf den Zahn gefühlt und getestet, ne, was weiß der wohl und ist das irgendwie hieb- und stichfest, was der zu sagen hat oder was er behauptet. Und so kam dieser Vajragotha zum Buddha und hat ihm dann die Frage gestellt, ich habe gehört, Gotama, du lehrst also, dass es kein Selbst gibt. Richtig? Und der Buddha hat nichts gesagt. Okay, dann hat er gedacht, gut, dann stelle ich die Frage andersherum. Dann lehrst du also, dass es ein Selbst gibt, oder? Also in der Schweizer, wer hätte gesagt, oder? Und der Buddha ist wieder still geblieben. Hat nichts gesagt, gar nicht geantwortet. Und das ist also quasi so ein Beispiel dafür, das Beiseitelegen. Ne? Und dieser Vajragotha hat dann perplex und hat den Kopf geschüttelt und hat sich dann von dannen gemacht und hat wahrscheinlich gedacht, also ja, der weiß ja gar nichts zu erzählen darüber. Ne? So ein wichtiges Thema, ne? Ein wichtiges existenzielles Thema und der kann, der sagt nicht mal ein Wort, sagt nicht mal ja oder nein. Und dann ging es aber glücklicherweise noch weiter, weil der Evidi Ananda daneben stand, wie so oft, und ihm wahrscheinlich Luft zugewedelt hat oder sonst irgendwie kleine Aufmerksamkeit dazukommen lassen, sein Aufwärter. Und der war auch ein bisschen perplex und hat dann den Buddha gefragt, Evidi, wie ist das zu verstehen? Du hast also sowohl auf die Frage, gibt es ein Selbst, mit Schweigen geantwortet, als auch auf die Frage, dass es kein Selbst gäbe, ebenfalls mit Schweigen. Wie kann ich das verstehen? Und dann hat der Buddha zu Ananda gesagt, ja Ananda, wenn ich also diesem Vajragotha bestätigt hätte, dass es ein Selbst gäbe, dann hätte ich also alle diejenigen Lehrer und Asketen bestätigt, die von einem Seelenglauben, festen Seelenglauben ausgehen und so weiter, und hätte die also in ihren Lehrauffassungen bestätigt. Und wenn ich Vajragotha bestätigt hätte in der Auffassung, dass es kein Selbst gäbe, hätte ich alle die nihilistischen Lehrer bestätigt, die eben durch die Lande ziehen und ihre Leben, ihre Lehren zum Besten geben. Also Nihilisten gab es schon vor Nietzsche, ne? 2600 Jahren liefen die schon in Indien rum, haben teilweise sehr abstruse Lehren vertreten. Und weiterhin, Ananda,
Wenn ich also dem Vajragotha bestätigt hätte, dass es einen selbst gäbe, wie hätte denn Vajragotha eben die wichtige Lehre realisieren können, dass alle Phänomene, alle bedingten Phänomene nicht selbst sind? Aber wenn ich eben bestätigt hätte, dass es kein Selbst gäbe, wäre der arme Mann nicht völlig konfus gewesen. Der kommt hier rein in der vollen Überzeugung, er hätte ein Selbst, und ich sage, du hast keins. Ne? Du wärst völlig durcheinander gekommen. Also, das war praktisch nur die Erklärung des Buddha. Das hat er nicht sehr oft gemacht, aber in diesem Falle, warum er nichts gesagt hat. In vielen Fällen hat er einfach nichts gesagt, und damit war der Fall erledigt. Ne? Und die Leute konnten sich so lange am Kopf kratzen, wie sie wollten, es wurde nichts gesagt. Vielleicht kam es dann später nochmal zu einer Begegnung, ne, unter anderen Umständen. Aber in diesem Fall hatte also wahrscheinlich auch eben wie, wo das so sind, die können auch natürlich durchaus einschätzen, das Verständnislevel oder die Offenheit eines Menschen. Ne, bei Bahia gestern war das anders, da hat er wohl doch gleich gemerkt, der braucht wahrscheinlich nur noch einen kleinen Anstoß, ne, und dann ist er durch, zu sagen. Aber bei Vajragotha hat er sich wahrscheinlich gedacht, ja, was immer ich auch sage, also ich interpretiere das jetzt einfach mal, bin mir natürlich nicht sicher, ob das wirklich beim Buddha so gewesen ist, was immer ich auch sage, es wird ihn nicht weiterbringen. Es wird ihn eher mehr verwirren, wenn ich Ja sage oder Nein sage, es wird ihn verwirren. Also sage ich besser gar nichts, da ist ihm vielleicht am besten mit gedient, wenn ich einfach still bin. Und dieser Vajragotha taucht auch noch mehrmals auf in den Schriften, mehrmals macht er eine Erscheinung in Gesprächen mit dem Buddha und auch mit anderen Leuten. Ja, und natürlich das Thema Selbst, Nicht-Selbst. Für uns ist das oft sehr einladend, dass es uns so ein bisschen in den spekulativen Raum führt, wo wir Spekulationen anstellen darüber. Oder manche Leute dann irgendwie auch handfeste Zweifel bekommen, ne, ob sie wirklich ein Selbst haben oder Nicht-Selbst haben. Aber in der buddhistischen Lehre wird das natürlich auch dann durchaus auch ein bisschen analytisch erklärt, was also eigentlich zum Beispiel zum ersten Mal das ist, was wir als Persönlichkeit bezeichnen. Und man spricht ja davon, dass jemand, der also auf dem buddhistischen Pfad ist, wenn man also die erste Stufe des Erwachens realisiert hat oder erreicht hat, spricht allgemein von 4 Stufen. Die erste Stufe ist der sogenannte Stromeintritt. Also wenn man in den Strom eingetreten ist, in den Strom des Dhammas, das heißt, dann gibt es kein Zurück mehr. Also kein in der Evolution, der spirituellen Evolution des Individuums gibt es kein Zurückfallen mehr in irgendwelche sehr unbewusste Stadien, sondern es heißt dann, dass diese Person also innerhalb von 7 Leben spätestens durch ist zum Erwachen. Und hört sich salopp an, aber so. So steht es jetzt nicht genau in den Schriften, aber genau so ist ausgedrückt. 7 Leben und dann ist das getan, was getan werden musste. Und die Aspekte, die eben in Stromeintritt sozusagen, die dafür verantwortlich sind oder besser ausgedrückt, die Hinweise sind, dass das wirklich realisiert worden ist, sind 3 Dinge. Eine solche Person ist frei vom skeptischen Zweifel. Diese Person hängt nicht mehr auf unbewusste oder vielleicht sogar auch sehr zupackende, angreifende Art und Weise an Riten und Ritualen und vor allen Dingen auch an ethischen oder moralischen Prinzipien. Das heißt jetzt nicht, dass diese Person keine Ethik besitzt, sondern es gibt ja sehr oft Auffassungen bei spirituellen Menschen, die von sich beanspruchen, sehr rein zu sein, sehr reinen Lebenswandel zu führen. Und es dann teilweise so weit treiben, dass sie meinen, ne, wenn sie also sich absolut tadellosen Lebenswandel führen, Reinheit nach ihrer Einschätzung, dann wird sie das zum erwachten Menschen machen letztendlich. Also dieser Glaube, ne, diese Investition, diese egoische Investition an diesen Glauben ist vor einen Strom eingetreten, überwunden. Da gibt es zwar ethische Grundsätze, ethische Prinzipien, ethische Lebensweise, aber es ist basiert nicht auf einer irrigen Annahme oder einem Hängenrand, haften an Riten, Ritualen und ethischen Prinzipien. Und dann der 3. Aspekt, ich würde sagen, das ist eigentlich der entscheidende. Da sagt man, dass also diese Person über Sakyaditti hinausgegangen ist. Es ist das Pali-Wort für Sakyaditti. Das ist ganz interessant, deswegen sage ich es auch einfach aus Pali, weil Sakya bedeutet so viel wie Daseinsgruppen. Die Daseinsgruppen, das sind dieselben Daseinsgruppen, wie sie in den 5 Kanda dargestellt werden, ne? Körper, Gefühle, Wahrnehmung, Erinnerung,
mentale Vorgänge, Absichten und so weiter, Willensimpulse und dann das Sinnesbewusstsein bezeichnet man normalerweise als in die fünf Gruppen. Die fünf Gruppen des Anhaftens werden sie auch genannt. Und hier in diesem Zusammenhang werden sie Sakya genannt, Sakya Ditti. Und Ditti ist eigentlich bedeutet Ditti nur eine Sicht, eine Ansicht, eine Sichtweise. Aber in diesem Zusammenhang müsste es eigentlich heißen Mitcha Ditti, falsche Sichtweise. Es ist eine falsche Auffassung von Persönlichkeit, eine falsche Auffassung von Selbst, die eben meisten Menschen haben. Und der Strom eingetretene hat das überwunden, ist nicht mehr davon oder dadurch begrenzt in der Sichtweise von sich selbst als Person. Oder ganz salopp und kurz könnten wir noch sagen, Sakya Ditti ist auch nur ein anderes Wort, für was wir gemeinhin als Ego bezeichnen. Ego also als Struktur des Haftens, des Anhaftens. Und Sakya Ditti also zu durchschauen oder zu erkennen, was das ist, was die Mechanismen sind, die dazu führen, dass wir also an den verschiedenen Aspekten unserer Persönlichkeit oder eben unter der Vorstellung von Persönlichkeit, Ideen von Persönlichkeit oder dem Glaube, dass es irgendeine unabhängige autonome Steuerungsinstanz in uns gibt, die alle Entscheidungen, alle Vorhaben, die wir machen, eben regiert sozusagen. Diesen Glauben, diese Überzeugung wird durch eben angemessene spirituelle Praxis, meditative, kontemplative Praxis aufgehoben, kann nicht bestehen. Und ich habe mir gedacht, in diesem Zusammenhang auch heute mal etwas mehr vorzulesen, und zwar aus einer Lehrrede, einer der drei Kardinallehrreden, wichtigen, zentralen Lehrreden, die der Buddha gegeben hat, unmittelbar nach seinem Erwachen. Die erste war ja das im Gangsetzen des Rades der Lehre, wo es um die vier inneren Wahrheiten geht. Und dann ein paar Tage später, ich glaube, der Buddha eine Lehrrede über eben das Zeichen von Anatta, Anatta Lakkhana Sutta, also das Zeichen von Nicht-Selbst. Ich finde diese Sutta sehr schön, weil sie auch wunderbar zeigt, wie eigentlich auch didaktisch clever er ist in seinem Umgang mit seinen Schülern. Das ist also ein Frage-und-Antwort-Spiel, könnte man sagen. Der Buddha versucht eben seine asketischen Kumpanen, die ihn verlassen hatten, weil er in ihren Augen ein Weichling war, weil er angefangen hatte, wieder etwas Nahrung zu sich zu nehmen und so weiter, anstatt der harten Askese weiter nachzugehen. Also er hat gemeint, also diesen Asketen könnte er also auf diese Art und Weise etwas sehr, sehr Wichtiges nahebringen. Und man muss natürlich auch, vielleicht wenn man jetzt so ein bisschen den historischen Kontext da noch mit reinnimmt, voraussetzen, dass eben am Ende der ersten Lehrrede, nachdem er eben über die vier Wahrheiten in achtfachen Pfad gesprochen hatte, dass einem der fünf Kumpanen das sogenannte Auge des Dhamma aufging. Also der ist nur durch das Zuhören dieser Lehrdarlegung in den Stromeintritt gelangt. Und das war dann für den Buddha auch, der war richtig euphorisch gewesen, als das passierte bei dem ehrwürdigen Kondanyo, dass er also dann die Zuversicht hatte, dass also das, was er weiterzugeben hat, was er zu lehren hat, wirklich auch angenommen werden kann. Es ist nicht zu abstrus anmutet, nicht zu weit entfernt ist vom Horizont eines, sagen wir mal, normalen Asketen des damaligen Indiens. Denn man muss sich auch vergegenwärtigen, dass bevor er überhaupt diese Lehrrede sprach, um als er eben sein Erwachenserlebnis hatte und eben zu dem wurde, was er dann als Buddha bezeichnete, dass er große Zweifel hatte und unsicher war. Soll ich überhaupt darüber reden? Es ist so dermaßen subtil. Wer kann das überhaupt verstehen? Ich habe niemanden getroffen vorher in so vielen, ich habe mit Lehrern, der Buddha hatte zwei Lehrer, die sehr gewiefte Meditationssysteme lehrten. Subtilste Formen der Meditation und der Vertiefung. Aber auch die sind nicht auf die Idee gekommen, die zum Beispiel Erkenntnisse zu gewinnen, wie sie in vier edlen Wahrheiten dargelegt wurden. Und er kam ihm also seine Erkenntnis so derartig fein vor, dass er meint, das wird niemand verstehen. Und dann eben gab es auch wieder eine Intervention vom Himmelreich. Da gab es wieder eine Brahmasahampati, hieß diese Wesenheit, die sich dann vor dem Buddha aufbaute und ihm sagte, aber Erhabener, kannst du nicht wenigstens aus Mitgefühl für all diejenigen Wesen, die nur wenig Staub in ihren Augen haben, kannst du nicht aus diesem Grunde die Lehre darlegen? Und damit ist mit diesem Bild ist natürlich gemeint, dass es eben nicht nur Leute gibt, die völlig
bestaubt sind sozusagen, also den Staub so dick auf den Augen haben, sondern dass es Leute gibt, die so ein bisschen Staub drin haben, wo man nur so ein bisschen vielleicht mit den Wimpern klimpern muss und dann fällt der Staub ab. Oder es muss einem jemand dabei helfen, ne, dass man mit den Wimpern klimpert und dass man dann wirklich klar sehen kann. Und das konnte der Buddha dann durchaus bejahen und hat dann ebenso erst an seine beiden Lehrer gedacht. Das sind die ersten, die sind sehr nah dran, aber die waren dann unglücklicherweise gerade vorher gestorben. Also die fielen flach. Und dann eben die fünf Asketen, die hatten sich zwar sehr brüsk und etwas rüde fast von ihm abgewandt, aber er hat gesagt, die sind zwar jetzt nicht unbedingt nah dran, aber die strengen sich sehr an. Es könnte also durchaus sein, dass die nur noch einen kleinen Impuls brauchen, ein Fingerzeichen, und dann verstehen die. Und er hatte recht, dann nach der ersten Lehrdarlegung hat Konamio verstanden und eben den Stromeitel realisiert. Und eben ein paar Tage später kam dann diese Anattalakkhana Sutta auf den Plan. Und alle fünf Mönche, diese fünf Asketen, waren da und ganz Ohr. Und dann hat der Buddha sie so in einen kleinen Dialog verwickelt, konnte man fast sagen. Und das ist hier so ein bisschen so eine Synopsis, also eine Kurzfassung. In dem Original ist das alles ein bisschen länger und ausgeweiteter. Also es ist die Lehrrede aus der Samyutta Nikaya, die Merkmale des Nicht-Ich, Anattalakkhana. So habe ich gehört. Einst weilte der Erhabene bei Benares zu Isipatana im Wildpark, oder im Hirschpark, wie er auch heißt. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Gruppe der fünf Mönche, also die fünf Asketen. Ihr Mönche, ja, o Herr, antworteten jene Mönche dem Erhabenen. Und der Erhabene sprach also, die Körperlichkeit, ihr Mönche, ist nicht ich. Denn wäre ihr Mönche diese Körperlichkeit das Ich, würde diese Körperlichkeit nicht der Krankheit verfallen. Man könnte über die Körperlichkeit bestimmen, so möge meine körperlich sein oder so möge sie nicht sein. Weil aber ihr Mönche die Körperlichkeit nicht ich ist, deshalb verfällt die Körperlichkeit der Krankheit, denn man kann nicht über sie bestimmen, nur so möge sie sein oder so möge sie nicht sein. Das Gefühl der Mönche ist ebenfalls nicht ich, denn wäre ihr Mönche, dass dieses Gefühl, das ich, würde dieses Gefühl niemals unangenehm sein, denn man könnte über das Gefühl bestimmen, nur so möge mein Gefühl sein und so möge mein Gefühl nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, das Gefühl nichtig ist, deshalb gibt es unangenehmes Gefühl, denn man kann nicht bestimmen, so möge das Gefühl sein und so möge es nicht sein. Die Wahrnehmung, ihr Mönche, ist nichtig. Oder Erinnerung, Wahrnehmung und Erinnerung sind oft zusammengenommen in diesem Zusammenhang für Sanya. Die Wahrnehmung, ihr Mönche, ist nichtig. Denn wäre ihr Mönche diese Wahrnehmung, das Ich, würde es keine unangenehmen Erinnerungen geben. Man könnte über Wahrnehmung bestimmen, nur so mögen meine Wahrnehmungen sein, nur so, und so mögen sie nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, die Wahrnehmung nichtig ist, deshalb gibt es unangenehme Wahrnehmung. Denn man kann nicht bestimmen, nur so möge meine Wahrnehmung sein, und so möge sie nicht sein. Und dann die mentalen Gestaltungen, Sankara. Die mentalen Gestaltungen, ihr Mönche, sind nicht das Ich. Denn wären ihr Mönche die mentalen Gestaltungen, das Ich, dann würden die mentalen Gestaltungen nie übel sein. Und könnte über diese Gestaltung bestimmen. Mögen meine mentalen Gestaltungen so sein oder mögen sie eben so nicht sein. Weil aber ihr Mönche auch die Gestaltungen nicht ich sind, deshalb gibt es üble Gestaltungen, denn man kann nicht über sie bestimmen. So mögen meine Gestaltungen sein oder meine Gedanken sein, so mögen sie nicht sein. Und dann das Bewusstsein, ihr Mönche, ist nicht ich. Denn wäre ihr Mönche das Bewusstsein ich, das ich, dann wird es nie unangenehmes Bewusstsein geben. Man könnte über das Bewusstsein bestimmen, nur so möge Bewusstsein sein und so möge es nicht sein. Weil aber ihr Mönche Bewusstsein ebenfalls nichtig ist, deshalb gibt es Bewusstsein von Unangenehmen und man kann nicht bestimmen, so möge Bewusstsein sein und so möge es nicht sein. Und dann weiter, was meint ihr, o Mönche? Ist der Körper, ist die Körperlichkeit unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder freudig? Leidig, o Herr. Was nun aber vergänglich, leidig, wandelbar ist, kann man dies mit Recht so ansehen, dies ist meins, das bin ich, das ist mein Selbst, das habe ich unter Kontrolle, das kann ich bestimmen, das funktioniert genauso, wie ich möchte. Gewiss nicht, o Herr.
Und dann dasselbe für Gefühl, sind Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder freudig? Leidig, o Herr. Was nun vergänglich, leidig, wandelbar ist, kann man dies mit Recht so ansehen, dies ist meins, das bin ich, das ist mein Selbst, das habe ich unter Kontrolle, das kann ich bestimmen, das funktioniert so, wie ich möchte? Gewiss nicht, o Herr. Daher, o Mönche, wenn es, was es irgend an Körperlichkeit gibt, an Gefühl, an Wahrnehmung, Erinnerungen, an Handlungen, Gestaltungen, ein Bewusstsein gibt, sei es vergangen, künftig oder gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, gewöhnlich oder edel, fern oder nah, von jeder Körperlichkeit, jedem Gefühl, jeder Wahrnehmung, jeder Gestaltung, jedem Bewusstsein gilt, dies ist nicht meins, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst, das kann ich nicht kontrollieren, darüber kann ich nicht bestimmen, es funktioniert nicht so, wie ich das möchte. So hat man dies der Wirklichkeit gemäß mit rechter Weisheit zu betrachten. Und so erkennend, o Mönche, wendet sich der erfahrene, edle Jünger von der Körperlichkeit ab, er wendet sich ab vom Gefühl, er wendet sich ab von der Wahrnehmung, wendet sich ab von den Gestaltungen, wendet sich ab vom Bewusstsein. Also mit Abwenden ist gemeint, er wendet sich ab von der Identifikation, hört auf, sich mit einer Vorstellung, Idee vom Ego selbst zu identifizieren. Nicht mehr fasziniert davon. Und dann, abgewandt, wird er entreizt. Entreizt wird er befreit. Mit entreizt ist gemeint, also die Leidenschaften, die eben das Leiden schaffen, ne? Die Gier und Unwissenheit sind erlöst. Loslösung, könnte auch sagen, Loslösung, Schwinden. Das sind so Begriffe, die dafür benutzt werden. Das Pali-Wort dafür ist interessanterweise Viraga, Leidenschaftslosigkeit. Entreizt wird er befreit. Im Befreiten ist die Erkenntnis, befreit bin ich, versiegt ist die Geburt, vollendet der heilige Wandel, getan das Werk, nichts weiteres nach diesem hier, so erkennt er. Also das ist so die Standardformulierung für das, was ich eben bezeichnet habe mit, man ist durch damit. So wird es in den Schriften meist ausgedrückt. Dies sprach der Erhabene, beglückt freute sich die Gruppe der fünf Mönche über das Wort des Erhabenen. Und während diese Erklärung gesprochen wurde, löste sich bei der Gruppe der fünf Mönche das Herz ohne Anhaften. Und nun gab es 6 Heilige in der Welt. Das heißt also, durch diese Belehrung alle, sowohl der Yavedi Kondanya, der ja schon die erste Stufe erreicht hatte, als auch die anderen, die noch etwas perplex waren, sind gleich in einem Schub bis zur 4. Stufe, sind alle vollkommen erleuchtete Arahants nach dieser Belehrung. Und ja, für uns ist das inspirierend zu hören. Ne? Ich denke, man muss immer berücksichtigen, auch in die konkrete Situation, die Zeit, die Art und Weise, wie die Menschen damals konstruiert waren, könnte man sagen, wie eben konkret auch deren Persönlichkeit beschaffen war, wie sie sich mit spirituellen Lehren beschäftigt waren. Die waren nicht so komplexe Menschen wie wir heute, wahrscheinlich auch nicht so zwanghafte Denker wie wir, ne? Sehr im Gedankentätigkeit, intellektuellen Erwägungen und so weiter sehr verloren, wie das bei uns oft der Fall ist, sondern hatten einen sehr direkten Bezug zu ihrer Person, ihrer Persönlichkeit und hatten bestimmte Vorstellungen natürlich auch, wie man vielleicht an das Ende von Leid gelangen könnte. Und ihre Vorstellung war eben vorher eine irrige Vorstellung gewesen, wie es damals in Indien auch sehr verbreitet war. Man hat sehr oft die Auffassung vertreten, wenn wir also diesen Körper nicht hätten, der so viele Forderungen stellt und ständig irgendwie Ansprüche hat und ne, nach Wohlbefinden schreit, nach Glück, Glückseligkeit und so weiter eben allein auf der Ebene. Wenn man dem das vorenthält und eher vielleicht sogar in die entgegengesetzte Richtung geht, ihn also sogar ein bisschen quält, dann wird er irgendwann schon aufhören, seine Forderungen zu stellen. Und wenn er aufhört, dann ist man befreit, dann ist das Herz befreit. Und das war eben eine verbreitete Vorstellung, die allerdings nicht zu der Form von Befreiung führte, die der Buddha im Sinn hatte, also die Befreiung von Dukkha. Also diese Lehrrede, so wie sie hier gegeben worden ist, ich weiß nicht, wie das für euch ist, wie weit das für euch jetzt nachvollziehbar ist. Und ich denke, es ist einfach gut, es mal zu hören, wie das so präsentiert worden ist. Aber letztendlich, wenn es darum geht, also die Leitfreiheit jetzt in diesem Körper-Geist-System zu verwirklichen,
müssen wir natürlich selbst auch Überlegungen anstellen, Dinge ergründen und durch unser eigenes Bemühen eben herausfinden, was uns in unserem Erleben limitiert, was uns in Sackgassen rennen lässt, was uns blockiert, was uns unglücklich macht natürlich auch, was uns frustriert, was uns auch oft das Gefühl gibt, dass wir wirklich immer im Kreis laufen und immer wieder in denselben Programmen sozusagen enden und scheinbar so angestrengt wir es auch versuchen, es keinen Ausweg gibt. Und dieses geschlossene System, könnte man sagen, dieser geschlossene Kreislauf, in dem man sich meist bewegt, das ist eben dieser Glaube an eine eigenständige, unabhängige, autonome Steuerungsinstanz, genannt Ego oder Selbst. Wir haben alle diese, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, diese Überzeugung in uns. Es ist irgendwo auch, könnte man sagen, Teil unserer Konditionierung, unserer Prägung. Ne? Man muss ja zunächst einmal überhaupt auch anhaften lernen, oder? Als kleines Kind, wenn man nicht anhaften kann, wer sich nicht binden kann, anders ausgedrückt. Bindung ist, könnte man sagen, auch ein anderes Wort für Anhaftung. Ja, wenn man sich nicht an die primären Bezugspersonen binden kann, an die Mutter, Vater, vielleicht andere primäre Bezugspersonen, die da mit uns Kontakt haben, dann kommt das nicht gut. Es hat angeblich mal gruselige Experimente gegeben, wo man das Kindern vorenthalten hat, wo man ihnen nur Nahrung gegeben hat, vielleicht die nötige Wärme und medizinische Versorgung, aber keine Bindung, ne, an eine Bezugsperson. Es hört sich fast zu gruselig an, um es glauben zu können, aber angeblich hat es das gegeben und es hat sich herausgestellt, dass diese Wesen nicht überlebensfähig sind. Ne? Das ist das Brauch. Wir brauchen Menschen Anbindung. Wir müssen anhaften an unseren Müttern und Vätern, vor allen Dingen in der frühkindlichen Phase. Und dann, wenn es gut läuft, dann werden wir natürlich auch von diesen Bezugspersonen mehr und mehr dazu befähigt, eben unabhängig zu werden. Wir werden dann in die Unabhängigkeit entlassen. Das sollte eigentlich die Aufgabe sein, jeder Bezugsperson, jedes Elternteils, dafür zu sorgen, dass eben gemessen am Entwicklungsstand der Person, dass mehr und mehr Unabhängigkeit, Eigenständigkeit in das Individuum kommt. Aber natürlich, wir müssen auch, ich glaube, die meisten von uns müssen uns zugestehen, unsere Eltern waren keine Arahants. Wir haben uns nicht schon gleich auf die Fallstricke aufmerksam gemacht, ne, was alles schieflaufen kann, wenn man also mal nicht aufpasst. Vor allen Dingen, wenn die Eltern nicht aufpassen, wenn unsere Eltern also nicht erwacht sind, ganz zu schweigen von Arahants, auch wenn sie Strom eingetreten wären. Ich glaube, die wenigsten von uns hatten auch Strom eingetreten als Eltern. Es würde wahrscheinlich doch noch Komplikationen geben, vielleicht weniger als bei der sogenannten normalen Konditionierung, wo also sehr viel Unbewusstheit mit dem Spiel ist und wo dann eben die Bindung durchaus auch auf verschiedene Art und Weise ein bisschen schief laufen kann und zu sehr viel Schmerz und sehr viel Frustration, sehr viel Angst, sehr viel Ärger in uns hervorrufen kann. Ne? Und wie stark das ist, können wir erleben. Einige in den Gesprächsgruppen haben einige von euch das erwähnt. Kurioserweise eine ganze Reihe von euch ist dieses Thema an die Person, an die man sich gebunden hat, dass das nicht etwas ist, was so schnell weggeht, ne? Was uns mitbegleitet bis in späte Lebensstadien hin. Und das ist durchaus ein wichtiger Bereich, sich das anzuschauen und eben anzuschauen, eben auch in dem Zusammenhang, ne, wo wir vielleicht emotional sehr stark an bestimmten Vorstellungen, Gemütsverfassungen, Emotionen anhaften. Und bisher vielleicht unbewusst angehaftet haben, gar nicht gemerkt haben, an einem emotionalen Muster zum Beispiel, an einem Angstmuster oder Ärgermuster, Trauermuster, was auch immer. Und Aufgabe eben in der spirituellen Praxis ist, uns diese Identifikation, die wir dann natürlich auch haben, bewusst zu machen. Sodass dann durch den Akt der Bewusstwerdung, dass sich dann eben diese Muster von uns lösen können. Und eben in der buddhistischen Geistesschulung, hier und heute jetzt, oder was wir hier machen, nutzen wir jetzt die als Werkzeug eben klassischen schönes Samatha Vipassana, also Geistesruhe und Achtsamkeit. Wir nutzen die Instanz des Gewahrseins, des zunehmenden Gewahrseins und Aufmerkens in unserem Erleben, wo wir die Tendenz haben, festzuhaben. Und ich hoffe, dass wenigstens dann und wann euch da Dinge aus eurem eigenen Persönlichkeitszusammenhang aufgehen
wo ihr durch eben unbewusste Investitionen, eben wo Gefühle nicht wirklich präzise registriert worden sind und gleich in dem, nicht nur in Emotionen dramatisiert werden, sondern wo sie regelrecht sich verfestigen in gewisse Muster, die ne, quasi per Automatik auftauchen und unser Leben bestimmen. Manchmal hat man den Zugang über den Körper, dass der Körper uns das Signal gibt. Und das ist wunderbar, ne? Wenn der Körper uns nicht belügt. Der Körper ist sehr ehrlich und gibt uns direkt Botschaften, dass da was ist, dass da was sitzt, irgendwo. Ne? Es kann hier sein, es kann hier sein, es kann da sein, es kann da sein. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, den Körper als Instrument zu sehen, der uns durchaus Aufschluss geben kann, über irgendwelche Formen der Verhaftung, der Anhaftung. Der Angst zum Beispiel. Ängste können sich. Angst ist auch eine Form von Anhaftung. Die Furcht, dass irgendwelche bestimmte Dinge eintreten könnten oder auf keinen Fall eintreten dürfen. Dass man immer bestimmte Dinge braucht für sein Wohlbefinden. Und wenn diese Dinge nicht gegeben sind, dass es dann ganz furchtbar sein wird. Und so weiter und so fort. Die ganze Palette an Möglichkeiten, die wir haben. Also die verschiedenen Formen, Ausdrucksweisen der Persönlichkeitsstruktur ins Visier zu nehmen. Und eben diese Instanz des Gewahrseins ist so entscheidend. Ich habe da sehr viel Vertrauen drin und habe mir deswegen gedacht, ich lese euch noch etwas vor, wo das noch viel besser ausgedrückt wird, als ich das hier sagen kann, meine ich jedenfalls. Und zwar von meinem Lehrer Ajahn Sumedho, der in diesem kleinen Büchern, was da unten auch ausliegt, intuitives Gewahrsein, ebenso dieses Thema anspricht. Das ist so eine Passage. Und da heißt es, die Überschrift davon ist, das Ende des Leidens ist jetzt. Und ich denke, das passt sehr gut jetzt in unseren Retreat-Zusammenhang. Auf einer herkömmlichen Ebene fällt es uns leicht, die Bedingungen zu verstehen, an denen wir anhaften. Mit Satipanya und Satisampajanya, also Sati, Achtsamkeit und Weisheit, Achtsamkeit und Klarheit, Bewusstseinsklarheit, beginnen wir zu dem zu erwachen, was ist, statt uns den herkömmlichen Realitäten anzuvertrauen. Damit will ich noch einmal das Gewahrsein betonen, bevor du zu etwas wirst. Ich versuche euch, das begreiflich zu machen, und daher denke ich, dass es oft wiederholt werden muss. Denn obwohl es sehr einfach zu sein scheint, ist der Geist eindeutig darauf ausgerichtet, an die Persönlichkeitssicht, also Sakyaditi, als unsere Realität zu glauben. Es ist auch ein Glaube, ne? Ein fester Glaube, den wir haben. Die meisten von euch haben sich sehr auf die Persönlichkeit festgelegt und die Realität von euch selbst als Person ist sehr tief verwurzelt. Der Begriff Sakyaditi kann also mit Persönlichkeitssicht oder Ego übersetzt werden. Er bezieht sich auf die Wahrnehmung, die wir in Bezug auf unsere Identität mit den fünf Kanda, also den Gruppen, den fünf Daseinsgruppen haben, Körper, Gefühle, Wahrnehmung, mentales Erfassen und das Bewusstsein und als zu dieser Person zugehörig empfinden. Indem wir dies untersuchen, halten wir uns auch nicht an der Vorstellung fest, dass es keine Person gäbe. Wir können den Begriff Anatta nehmen, uns an ihn klammern und sagen, es gibt kein Selbst, weil der Buddha gesagt hat, das ist Anatta. Dann aber greifen wir wieder eine bestimmte Vorstellung. Eine Vorstellung von uns selbst als Nicht-Selbst wirkt dann doch einfach lächerlich. Sich an Vorstellungen festzuhalten, ist nicht der Weg. Egal an welche kreierten Zustände man sich klammert, man landet am Ende immer am selben Ort, und zwar am Leiden. Aber glaubt mir das nicht einfach. Findet es selbst heraus. Statt mit einer begrifflichen Vorstellung oder einer Wahrnehmung von etwas anzufangen, etablierte der Buddha einen Weg basierend auf Gewahrsein und erwachter Aufmerksamkeit. Dies ist ein immanenter Akt in der Gegenwart. Man kann an dem Gedanken von erwachter Aufmerksamkeit festhalten und ihn ständig wiederholen. Doch der simple Akt des Aufmerksamkeitsschenkens ist eigentlich alles, was es braucht. Es gibt diese spezielle Form der Aufmerksamkeit, Satisampajanya, ein intuitives Gewahrsein, wobei das Bewusstsein beim gegenwärtigen Moment verweilt. Es ist genau so. Man beginnt damit, Sakyaditi hinsichtlich der Wahrnehmung zu erforschen, an dem man als Selbst anhaftet. Deshalb betone ich fortwährend, dass man sich selbst bewusst als eine Person begreifen soll. Zum Beispiel, ich bin dieser Mensch, der praktizieren muss, um erleuchtet zu werden. Nimm einfach etwas wie, ich bin ein unerleuchteter Mensch, der hier nach Amaravati oder nach Dhammapala gekommen ist, um Meditation zu praktizieren, damit ich in der Zukunft ein erleuchteter Mensch werde.
Man kann Kommentare darüber abgeben, man kann sich Vorstellungen über diese Wahrnehmung machen, aber darum geht es nicht. Denke mal einfach absichtlich, ich bin ein unerleuchteter Mensch. Sage dir das selbst wohlüberlegt und mit voller Aufmerksamkeit und höre dir selbst zu. Dieses vorsätzliche Denken erlaubt es uns, uns selbst zuzuhören, während wir denken. Wenn man im umherwandernden Geist gefangen ist, verliert man sich. Man springt von einem Gedanken zum nächsten. Ein Gedanke verbindet sich mit einem anderen und man lässt sich einfach davontragen. Doch vorsätzliches Denken ist nicht dasselbe wie abschweifendes Denken, oder? Es geschieht absichtlich, denn man entscheidet sich für das, was man denken will. Das Wichtige ist nicht der Gedanke oder gar die Qualität des Gedankens, ob er dumm oder intelligent, richtig oder falsch ist, sondern es besteht aus der Aufmerksamkeit, der Fähigkeit, dem vorsätzlichen Denken zuzuhören. Was mir passiert, wenn ich mir des Denkens auf diese Weise gewahr bin, und wovon ich annehme, dass es dir ebenfalls passieren wird, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja eine Ausnahme, ist, dass bevor ich zu denken beginne, ich bin ein unerleuchteter Mensch, dass da ein Raum ist. Da ist ein leerer Moment, bevor man bewusst zu denken beginnt. Also nehmt das wahr. Es ist genau, wie es ist. In jenem Raum gibt es keine Vorstellungen, aber es ist Aufmerksamkeit für ihn da und es existiert Gewahrsein. Man ist sich dessen definitiv gewahr, bevor das Ich bin ein unerleuchteter Mensch auftaucht. Darüber nachzudenken ist kein abschweifendes Denken. Es ist kein Urteilen oder Analysieren, sondern ein einfaches zur Kenntnis nehmen. Es ist genau so. Wenn man also vorsätzlich denkt, dann kann man das Denken auch dazu benutzen, um darauf hinzuweisen und festzustellen, wie es ist. Betrachtet einmal das Pronomen Ich in dem Satz Ich bin ein unerleuchteter Mensch. Wenn ihr dem aufmerksam zuhört und auf die Worte achtet, die ihm folgen, dann werdet ihr erkennen, dass man dieses Bewusstsein seiner selbst durch Worte kreiert, die man mit Absicht denkt. Das, was sich eures Denkens gewahr ist, was ist das? Ist es eine Person? Ist es eine Person, die sich gewahr ist? Oder ist es reines Gewahrsein? Ist dieses Gewahrsein persönlich oder entsteht die Person darin? Indem man dies ergründet, erkennt man nach und nach, wie die Dinge sind, den Dhamma, dass es da eigentlich keine Person gibt, die sich gewahr ist, sondern dass das Gewahrsein das mit einschließt, was als persönlich erscheint. Ich bin ein unerleuchteter Mensch, der Meditation praktizieren muss, um in der Zukunft ein erleuchteter Mensch zu werden. Ich gehe davon aus, dass ich dieser Körper mit dieser Vergangenheit bin und dass ich diese persönliche Geschichte habe. Ich bin so und so viele Jahre alt, in diesem oder jenem Ort geboren, habe all diese Dinge getan und habe deshalb eine Geschichte, die beweist, dass diese Person existiert. Ich habe einen Pass, eine Geburtsurkunde. Manche Menschen wollen sogar, dass ich mir eine Website im Internet zulege. Aber es scheint wirklich in Wirklichkeit keine Person im Gewahrsein zu geben. Ich stelle fest, dass je achtsamer ich bin, mir meine persönliche Vergangenheit umso unwichtiger und bedeutungsloser erscheint. Im Grunde genommen bedeutet sie gar nichts. Sie besteht aus nichts weiter als ein paar Erinnerungen, die ich abrufen kann. Doch vom persönlichen Standpunkt aus gesehen, wenn ich über mich als eine reale Persönlichkeit nachdenke, dann finde ich meine Vergangenheit plötzlich wichtig. Eine Identität gibt mir das Gefühl, dass ich eine Person bin. Ich habe eine Vergangenheit. Ich bin jemand. Ich bin jemand Wichtiges. Jemand, der vielleicht nicht furchtbar wichtig ist, doch zumindest fühle ich mich mit etwas in der Vergangenheit verbunden. Ich habe ein Zuhause, ich habe ein Erbe. Heutzutage sprechen Menschen darüber, dass sie Identitätsgefühl verloren haben, weil sie Flüchtlinge sind oder ihre Eltern tot sind, weil sie Mischlinge sind oder sie kein eindeutiges Identitätsgefühl besitzen, weil sie sich nicht in der Vergangenheit verwurzelt fühlen. Das Gefühl einer Persönlichkeit hängt sehr stark davon ab, zu beweisen, dass du jemand bist. Deine Bildung, deine Rasse, deine Errungenschaften oder der Mangel daran. Ob du ein interessanter oder uninteressanter Mensch bist, eine wichtige Person oder eine unwichtige Person. In der Meditation versuchen wir nicht, die Persönlichkeit zu verleugnen. Wir versuchen auch nicht, uns selbst davon zu überzeugen, dass wir quasi Nicht-Entitäten seien, die an Ideen festhalten wie ich habe keine Nationalität oder kein Geschlecht, keine Klasse, keine Rasse. Der reine Dhamma ist meine wahre Identität. Das ist bloß eine wahre Identität, nicht wahr? Aber darum geht es eben nicht.
Es geht nicht darum, an Konzepten des Nicht-Selbst festzuhalten. Es geht darum, durch wache Aufmerksamkeit zu bemerken und zu verstehen, wie die Dinge wirklich sind. In dieser einfachen Übung, ich bin ein unerleuchteter Mensch, ist es wohl erwogen. Man kann sagen, ich bin ein erleuchteter Mensch. Man kann sich aussuchen, was man sagen möchte, erleuchtet oder unerleuchtet. Die meisten von uns wagen es nicht, herumzulaufen und zu sagen, dass sie erleuchtet sind, oder? Es ist sicherer zu sagen, ich bin ein unerleuchteter Mensch. Denn wenn du sagst, ich bin ein Erleuchteter, dann wird dich jemand herausfordern. Auf mich wirkst du aber nicht sehr erleuchtet. Wie auch immer, die Worte sind nicht wirklich wichtig. Ob man nun sagt, ich bin ein unerleuchteter Mensch oder ich bin ein erleuchteter Mensch. Ich bin eine erleuchtete Nicht-Person oder ich bin eine unerleuchtete Nicht-Person. Es ist die Aufmerksamkeit, die entscheidend ist. Ich habe das als große Offenbarung empfunden. Als ich diese Übung machte, ist sehr klar geworden, was Gewahrsein ist. Satisampajanya, Achtsamkeit, Gewahrsein, bewusstes Wahrnehmen. Dann beginnt das Denken und die Wahrnehmung. Der bewusste Gedanke, ich bin ein unerleuchteter Mensch, taucht also in diesem Gewahrsein auf. Dieses Gewahrsein ist keine Vorstellung, oder? Es ist eine bewusste Wahrnehmung, welche die Vorstellung mit einschließt. Wahrnehmung und Vorstellung entgehen und vergehen. Es ist nicht persönlich. Es hat keine Ajahn Sumedho-Eigenschaft. Es ist nicht männlich oder weiblich, Mönch oder Nonne oder ähnliches. Es hat keine Eigenschaft auf der konditionierten Ebene. Es ist nichts Dinghaftes wie nichts. Dieses Gewahrsein, ich bin ein unerleuchteter Mensch und dann nichts, keine Person. Man erforscht und untersucht also die Lücken vor und nach dem Ich. Man sagt Ich, und dann ist das Satisampajanya, der ist der Ton der Stille. Das war eines seiner Meditationsthemen, die er gelehrt hat, auf den Ton der Stille zu hören. Ich bin entsteht in diesem Gewahrsein, in diesem Bewusstsein. Während man es untersucht, kann man es in Frage stellen. Dieses Gewahrsein ist keine Schöpfung. Ohne, was realer ist als ich bin ein unerleuchteter Mensch, ist dieses Gewahrsein. Das ist die einzige kontinuierliche, was sich selbst erhebt, während das Gefühl von dir selbst als Person in alle möglichen Richtungen gehen kann. Während man über sich selbst nachdenkt und darüber, wer man ist, wer man sein sollte, wer man gerne sein würde, wer man nicht sein möchte, wie gut oder wie schlecht, wie wunderbar oder wie schrecklich man ist, wirbelt all das überall herum. In einem Moment kann man das Gefühl haben, ich bin ein wirklich wunderbarer Mensch. Im nächsten fühlt man sich, ich bin ein absolut hoffnungsloser, schrecklicher Mensch. Doch wenn man Zuflucht im Gewahrsein nimmt, dann ist es nicht so wichtig, was man gerade denkt, weil die Zuflucht in dieser Fähigkeit des Gewahrseins liegt, statt in den Kreisbewegungen und Fluktuationen der Selbstbezogenheit, deiner Sakyaditi-Gewohnheiten. Bemerke einfach, dass man als Person wie ein Jojo-Spiel funktioniert. Es geht die ganze Zeit auf und ab. Wird man gelobt, hat man das Gefühl, wunderbar zu sein, dann ist man ein hoffnungsloser Fall, man ist deprimiert, ein Opfer der Umstände, man gewinnt in der Lotterie und ist begeistert, dann stiehlt dir jemand dein ganzes Geld und du denkst an Selbstmord. Die Persönlichkeit ist einfach so. Sie ist sehr abhängig. Man kann auf einer persönlichen Ebene schrecklich verletzt sein oder man kann hocherfreut sein. Andere Menschen finden, dass man die wunderbarste, spannendste und aufregendste Persönlichkeit überhaupt ist. Und man fühlt sich glücklich. Als junger Mönch war ich stolz darauf, wie gut ich mich an die Ordensdisziplin halten konnte. Dass ich wirklich, wirklich gut mit dem Vinaya, also den Ordensregeln, war. Ich habe sie wirklich verstanden und ich war sehr streng. Das war auch sehr wichtig in Ajahn Chahs Kloster. Dann lebte ich eine Weile mit einem anderen Mönch auf der Insel Koh Sichang an der Küste von Seraja in Thailand. Später erzählte dieser Mönch jemand, dass ich den Vinaya überhaupt nicht gut einhielte. Ich hätte ihn umbringen können. So kann sogar der Vinaya eine andere Form der Selbstsicht sein. Wie gut bin ich als Mönch? Also dann auch wieder dieses Haften an Regeln und Rücken. Ne? Oh, Ajahn Sumedho ist beispielhaft ein herausragender Mönch. Und das ist wunderbar. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Er hält sich nicht an seinen Vinaya. Und schon will ich ihn umbringen. So unverlässig ist das selbst. Wir können uns zu großem Altruismus aufschwimmen und dann in Sekundenschnelle in die lasterhaftesten Tiefen hinabsinken. Auf irgendeine Art eine Person zu sein, ist ein total unzuverlässiger Zustand, um darin Zuflucht zu nehmen.
Sogar die Meinung zu haben, dass ich ein guter Mensch bin, ist eine ziemlich heikle Zuflucht. Wenn das alles ist, was man weiß, und dann sagt jemand, dass man kein guter Mensch sei, dann wird man sehr zornig. Man fühlt sich verletzt und ist beleidigt. Satisampajanya ist trotz aller Fluktuationen im Geist konstant. Deshalb sehe ich es als eine Zuflucht an. Wenn man es erkennt, es verwirklicht und wertschätzt, dann ist es das, was ich eine Zuflucht nenne. Denn eine Zuflucht hängt nicht von Lob und Tadel, von Erfolg oder Misserfolg ab. Es gibt verschiedenste Methoden, wie man den denkenden Geist stoppen kann. Zum Beispiel gibt es einen Zen-Koan oder eine Selbsterforschungspraxis, wo man fragt, wer bin ich? Die Techniken und zweckdienlichen Mittel, die wir im Zen-Buddhismus oder im Advaita Vedanta finden, wurden entworfen, um den denkenden Geist zu stoppen. Man beginnt damit, den reinen Zustand von Aufmerksamkeit zu erleben, den man nicht im Denken und in Mutmaßungen über ein Selbst gefangen ist, sondern wo nur reines Gewahrsein ist. Dann zu lernen, sich dort hinein zu entspannen, dem zu vertrauen, aber nicht zu versuchen, sich daran festzuhalten. Das ist der knifflige Teil jener Art von Technik oder Anleitung, weil es so leicht ist, nur die Idee zu begreifen. Bhavana, in Klammern Meditation, bedeutet nicht, Ideen zu begreifen oder von irgendeiner Position herzukommen, sondern in dieser Praxis geht es darum, durch waches Gewahrsein und direktes Wissen zu erkennen und zu verwirklichen. Wenn das Selbst aufzubrechen beginnt, finden manche Menschen das sehr beängstigend. Es fühlt sich an, als würde alles, was man als solide und real betrachtet hat, auseinanderfallen. Ich erinnere mich, dass ich mich vor Jahren, noch lange bevor ich Buddhist wurde, von gewissen radikalen Ideen bedroht fühlte, welche die Sicherheit meiner Welt in Frage zu stellen schienen. Wenn es so aussieht, als bedrohe jemand etwas oder stelle etwas in Frage, von dem das eigene Gefühl des Wohlbefindens stark abhängig ist, dann kann man sehr wütend, ja sogar gewalttätig werden, weil er meine Welt, meine Sicherheit, meine Zuflucht bedroht. Man kann sehen, warum sich konservative Menschen von Ausländern, radikalen Ideen etc. bedroht fühlen, die den Status quo oder das, woran sie gewöhnt sind, herausfordern. Denn sollte das deine Welt sein, von der dein Gefühl der Sicherheit abhängig ist, wenn du dich dann bedroht fühlst, bricht schnell Panik aus. Vor kurzem hörte ich von einem schrecklichen Erdbeben in Indien, bei dem möglicherweise 100.000 Menschen getötet wurden. Das ist vor einiger Zeit gegeben worden, dieser Vortrag. Es passierte einfach aus dem Nichts heraus. Einige Schülerinnen übten das Marschieren auf dem Schulhof für eine Festparade, an der sie beteiligt waren. Händler waren gerade dabei, ihre Waren in ihren Geschäften auszustellen. Einfach ein durchschnittlicher, normaler Tag. Dann plötzlich, innerhalb von 5 Minuten, waren diese Mädchen alle tot. Sie wurden durch herabfallendes Mauerwerk getötet. Die ganze Stadt war innerhalb von 5 Minuten vollkommen zerstört. Einfach aus dem Nichts heraus starben 25.000 Menschen. Überlege einmal, was das mit deinem Geist machen würde. Es ist wirklich beängstigend, daran zu denken, in was für einer zerbrechlichen Welt wir leben. Untersucht man genauer, was sich auf diesem Planeten wirklich abspielt, dann scheint er ein ziemlich unsicherer Ort zu sein. Auch wenn er solide aussieht und wir ihn als selbstverständlich betrachten, sind letzte Woche in Gujarat, also da in Indien, all diese Menschen getötet worden. Die Erde sieht wie eine solide und sichere Umgebung aus, und dann kommt es plötzlich aus heiterem Himmel zu einem Erdbeben und das Ganze bricht zusammen. Wir können erkennen, dass uns selbst ohne Erdbeben, ohne weiteres ein Herzanfall oder eine Gehirnblutung treffen kann. Wir können von einem Auto angefahren werden oder mit einem Flugzeug abstürzen. Innerhalb dieser bedingten Umgebung, die wir wahrnehmen, erschaffen und aufrechterhalten, finden wir sehr instabile, unzuverlässige und veränderliche Bedingungen vor. Es ist einfach so. Der Buddha hat auf die Instabilität und die Unbeständigkeit bedingter Phänomene hingewiesen. Also es ist Anicca, Prinzip von Anicca. Das ist nicht bloß eine Philosophie, von der er erwartete, dass wir sie übernehmen sollten. Vielmehr erforschen und betrachten wir das Wesen der relativen Welt einfach auf die Weise, wie sie physisch, emotional und mental erfahren. Aber das, was sich dessen bewusst ist, deine Zuflucht, liegt in diesem hellwachen Gewahrsein. Wir versuchen nicht, einen Zustand zu finden oder zu erzeugen, der uns ein gewisses Gefühl von Sicherheit geben könnte. Wir versuchen nicht, uns selbst zum Narren zu halten oder durch positives Denken ein falsches Sicherheitsgefühl zu erzeugen. Die Zuflucht liegt im Erwachen
für die Realität. Denn das Nicht-Konditionierte ist Realität. Dieses Gewahrsein, dieses Erwachen ist das Tor für das Nicht-Konditionierte. Wenn wir erwachen, dann ist das Nicht-Konditionierte das eigentliche Erwachtsein. Die Bedingungen jedoch sind, was auch immer sie sind, stark oder schwach, angenehm oder schmerzhaft. Ich bin ein unerleuchteter Mensch, der sich in der Meditation stark anstrengen muss. Ich muss mich wirklich ins Zeug legen, mich von meinen Verunreinigungen zu befreien und irgendwann erleuchtet zu werden. Ich hoffe, den Stromantritt zu erlangen, bevor ich sterbe. Doch wenn ich es nicht schaffe, hoffe ich ja, in einem besseren Daseinsbereich wiedergeboren zu werden. Ja, wir machen immer so weiter und schaffen mehr und mehr Komplikationen. Manche Menschen fragen mich, kann ich den Stromantritt erreichen? Gibt es Arahats? Da sie immer noch den Stromantritt und die Arahatschaft als persönliche Qualitäten ansehen. Wir schauen auf jemanden und sagen, jener Mönch da, der ist ein Arahant. Wir glauben, jener Mensch sei ein Arahant oder ein Strom eingetreten. Genauso funktioniert der konditionierte Geist. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders tun als das. Man kann ihm also nicht vertrauen und kann keine Zuflucht in seine eigenen Wahrnehmungen oder Gedanken nehmen, sondern nur im Gewahrsein. Das scheint nicht besonders viel zu sein. Es ist praktisch nichts. Doch es ist alles. Alle Probleme werden genau hier gelöst. Das ist ein guter Schluss. Alle Probleme sind. Oder?